Jetzt aber herzlich willkommen zu Dercho TV Thema am heutigen Donnerstag, selbstverständlich. Wieder Donnerstag ist immer Dercho TV Thematag. Und wie ihr bemerkt, ich sende heute aus einer anderen Perspektive und müsste mal auch mal kurz das Smartphone ausschalten. So, herzlich willkommen zur heutigen Thema-Ausgabe am Donnerstag, selbstverständlich. Heute war es ein bisschen schwerer, wieder ein Thema der Woche rauszusuchen, wenn man natürlich sagen kann, okay, man kann Ukraine nehmen, man kann Gaza nehmen, man kann Ebola nehmen. Aber das sind auch Themen, die auch im Magazin gerne vorkommen möchten. Und Thema ist ja auch eine wöchentliche Sendung. Deswegen habe ich mich mal für was anderes überlegt. Und zwar nämlich für eine besondere gute Sache. Und zwar nämlich der ALS Ice Bucket Challenge. Seit Tagen werden Videos auf Facebook und auf YouTube gepostet, wo es um diese Ice Bucket Challenge geht. Um was geht's da eigentlich? Auf Deutsch heißt das einfach die Eiskübel-Herausforderung und ist eine Herausforderung, ganz einfach, ein Eimer, kaltes Wasser und das dann sich über den Kopf zu gießen. Und dazu sollte man drei oder mehrere Leute nominieren. Standardmäßig sind es immer drei, sonst aber dann natürlich kann man auch mehrere nominieren. Das Ganze soll innerhalb von 24 Stunden passieren. Sollte das nicht passieren, muss derjenige, der nominiert wurde, an die ALS Association eine Spende rausschicken. Was ist ALS eigentlich? ALS steht abgekürzt für die Nervenkrankheit Antipophobie Laterektose und ist eine schwere Nervenkrankheit des motorischen Nervensystems. Einer der bekanntesten, der daran erkrankt ist, ist der bekannte, ich weiß gar nicht, ja, ist, wie heißt er nochmal? Ja, den Namen habe ich jetzt vergessen. Stephen Hawking, genau. Stephen Hawking ist das nämlich, der daran erkrankt ist, unter anderem. Und es ist so eine Art Muskelschwund und das ist eine sehr schwere Krankheit. Ich habe den Wikipedia-Artikel unten in der Videobeschreibung oder auf dem Artikel bei derchotv.wordpress.com unten verlinkt. Und Stephen Hawking ist einer der bekanntesten, der daran erkrankt ist. Und dadurch und durch diese Aktion will man halt dafür sorgen, dass es dann halt auch zu solchen Spenden kommt. Wer natürlich, wie schon gesagt, es nicht tut, diese ALS Ice Bucket Challenge, der muss spenden. Viele spenden und machen diese Challenge, aber andere spenden dann halt auch gerne und das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache. Durch die weltweite Teilnahme gab es bis jetzt, man kann es wirklich sagen, 15,6 Millionen US-Dollar rein und im Jahr davor waren es geradewegs nur 1,8 Millionen, also eine tolle Sache, wo man eine Krankheit natürlich helfen kann. Der genaue Ursprung ist natürlich unbekannt. Es gibt natürlich auch eine sogenannte Cold Water Challenge, die meistens durch Feuerwehrmänner ausgemacht wird, aber das natürlich auch geradewegs nicht so gerade bekannt geworden ist. In Deutschland unter anderem machen das auch viele, viele bekannte Stars, unter anderem natürlich auch Fußballspieler wie David Alaba oder auch natürlich, wie heißt es, Mario Götze, Mats Hummels, Marco Reus und Marcel Schmelzer unter anderem, aber auch natürlich andere wie natürlich Helene Fischer, Elton und natürlich auch Conchita Wurst, alles zu finden auf deren Facebook-Pages und auf YouTube, also da brauche ich nichts alles zu verlinken, weil sonst sieht das dann genauso aus, wie ich es hier ausgedruckt habe, eine ellenlange Leiste, man sieht es von den deutschsprachigen, aus dem deutschsprachigen Raum, also Mesut Özil ist dabei und so weiter und so fort. Was ganz Besonderes ist natürlich auch von wem war das jetzt? Das weiß ich. Und zwar nämlich auch von bestimmten Promis, die auch unter anderem Wladimir Putin und Angela Merkel nominiert haben. Also die beiden werden wohl da eher wenig Zeit für haben, aber ich bin so einer und sage, wenn es wirklich passieren sollte, würde ich das auch machen, so eine Ice Bucket Challenge. Aber natürlich bin ich leider nicht so reich und kann dann halt der ALS was spenden. Würde ich auch gerne machen, aber ich glaube auch eine kleine Spende würde auch dann reichen. Oliver Pocher zum Beispiel, das muss ich jetzt auch nochmal machen,
hat natürlich gesagt, das natürlich auch mehrfach auch schön parodiert, auch auf seiner Facebook-Seite zu finden. Auch wurde der US-Präsident Barack Obama wurde sogar herausgefordert von LeBron James und Stefan Kretschmer, das war jetzt der Name, wurde auch hat auch Angela Merkel unter anderem und auch Jogi Löw, der Bundestrainer, der Weltmeistertrainer, wurde herausgefordert. Also es wird immer, immer mehr. Abwarten, bis es dann auch natürlich seriöse Leute machen. Der seriöseste, der es bis jetzt gemacht hat, war Günther Jauch und der nicht mal weiß, wer Elton ist. Also ist natürlich auch eine tolle Sache. Natürlich gibt es auch verschiedene andere Promis außerhalb Deutschlands, die es gemacht haben, wie zum Beispiel auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist jetzt ein Artikel von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo zu sehen war, wie er das gemacht hat. Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, hat zum Beispiel ihn nominiert, um das zu machen. Das Ganze hat eigentlich auch erst mit Mark Zuckerberg angefangen, dann kam Bill Gates und so weiter und so fort. Sogar Kai Diekmann, Bild-Chef, hat sich ja hat das machen lassen, sogar im Amt zu gewissen. Ja, Kai Diekmann, derweil so einen langen Bart wie irgendwie ein Ayatollah, keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich kommt bald irgendwann die Challenge Bart abrasieren. Naja, egal. Ja, und viele, viele mehr halt natürlich. Auch der ehemalige Präsident George W. Bush hat es machen lassen. Und seine Frau, das können wir mal kurz hier mal kurz zeigen, seine Frau Laura Bush hat ihm unter anderem die, ja, wie heißt, den Eimer dann halt über den Kopf geschmissen, mit kaltem Wasser natürlich. Das Lustigste dabei war bei Charlie Sheen, der ja von Two and a Half Men bekannt ist und von seiner eigenen Serie Anger Management, der hat anstatt kaltes Wasser stumpf 10.000 Dollar über sich kippen lassen, hat gesagt, hey, das ist ja kein kaltes Wasser, das sind 10.000 Dollar und die spende ich an die ALS. So hat er das gemacht und John Cryer, glaube ich, heißt der, der ja bei Two and a Half Men Alan Harper spielt, also den Bruder von Charlie Harper, der hat unter anderem beides machen lassen. Kaltes Wasser und dann die kalte Dollar, 10.000 Dollar Dusche. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Teilnahme an dieser Challenge ist nicht bindend. Das ist unter anderem auch eine Kritik, denn durch die öffentliche Aufforderung zur Teilnahme, meine Fresse, kann man das Handy mal die Schnauze halten? Ich lege es mal hier nach unten, kann es auf dem Boden weiter vibrieren. Aber dann macht das iPhone kaputt. Egal. So, und was wollte ich jetzt sagen? Und da ist man halt nicht dazu verpflichtet, auch nicht zu spenden. Also beispielsweise jetzt bei hohen Politikern wie jetzt Angela Merkel und Wladimir Putin, die bei denen schon die 24 Stunden schon lange abgelaufen sind. Wahrscheinlich haben sie es gemacht, aber haben die Möglichkeit, das nicht hochzuladen, weil sie dann kritisiert werden. Wer weiß wie. Selbst auch Barack Obama würde das gerne machen, aber dann kommen ja die Kritik wie von wegen, kümmern Sie sich mal bitte um die Sache in Ferguson oder im Irak oder sonst wo auch immer. Naja, aber es kann auch zum Teil schief gehen, wenn man, glaube ich, mal einfach mal auf diversen sozialen Netzwerken einfach mal gucken kann. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache. Aber es gibt natürlich auch eine tolle Sache dazu. Ich möchte auch gerne dann auch darauf hinweisen, das verlinke ich auch natürlich unten in den Artikel auf derchotv.wordpress.com, unter anderem zur Homepage der ALS Association. Da seht ihr es, It's Waiting of You, Ice Bucket Challenge, Strikeout ALS. Halt mit dieser Challenge soll auch bewiesen werden, wie diese Nervenkrankheit auch funktioniert. Es wird ja kalt und dann sagt man, eiskalt, ne? Und so weiter. Deswegen könnt ihr das Ganze natürlich machen. Folgt denen, spendet ruhig. Das ist auch man muss sich dafür nicht schämen und so weiter. Also der bekannteste unter anderem auch neben Stephen Hawking sind zum Beispiel auch, ist auch der, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, jetzt ein bisschen, der Footballspieler Steve Gleason, der auch an ALS leidet und nahm auch selbst auch an dieser Ice Bucket Challenge teil. Eine tolle Sache finde ich. Einigen geht das sowieso ein bisschen auf den Keks, aber man muss halt mit solchen Trends leben. Wenn man für soziale Netzwerke nicht gebaut ist, dann kann ich halt auch dafür nichts machen. Alle weiteren Infos, was die Ice Bucket Challenge ist, was ALS ist und die Homepage und den Link zur Homepage zur ALS Association gibt es unten in der Videobeschreibung. Ganz einfach zu finden und in der Videobeschreibung oder bei derchotv.wordpress.com unter dem Video zur heutigen derchotv-Thema-Ausgabe. Das war es auch direkt von hier aus hier. Ich muss noch einiges nachholen für die, die letzte Woche Freitag auf die neueste Ausgabe des Magazins gewartet haben. Wegen technischer Probleme ging das Ganze nicht. Deswegen
wird es auch dann morgen am Freitag, also den 22. August, auch wieder eine Ausgabe geben von diesem Platz ab jetzt. Ich habe ja gesagt, dass ich es ein bisschen anders machen werde, dass es ein paar Änderungen geben wird jetzt auch im Magazin. Also es wird einige Änderungen geben, die werdet ihr dann schon in der dritten Ausgabe sehen. Leider hat es ja dementsprechend letzte Woche nicht so geklappt, deswegen gab es auch dann als Entschädigung einen Vlog. Weiterhin gibt es dann natürlich das Let's Play und ich überlege auch schon wieder an neuen Sachen, an neuen Formaten, beispielsweise natürlich an Formate für zum Beispiel Politik, Wirtschaft und natürlich auch vieles mehr für Technik. Also einiges ist da oben schon am Arbeiten, aber man wird es natürlich dann auch sehen. Das war's von mir aus hier. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Ice Bucket Challenge und sonstiges. Weiterhin in der Videobeschreibung auch alle Links zu DERCHO.TV, Facebook, Twitter und die WordPress-Seite. Wünsche dann noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem, naja, geht noch Tag.